Hi, Leute! Ich grüße euch zurück zu Tomb Raider 2. Ja, im letzten Part haben wir uns Laras Zuhause angesehen und haben dort das ganze Haus mal so ein bisschen erkundet. Zumindest die meisten Orte und Plätze, die das Haus zu bieten hat. Wir sind auch einmal gestorben auf jeden Fall. Ich weiß, dass er nur den Kill-Count gemacht hat. Bin mal gespannt, ob er den fortsetzt. Ich hoffe, wir werden nicht zu viele haben, aber es wird auf jeden Fall Fails geben. Und ja, heute starten wir mit dem eigentlichen Spiel. Und eigentlich ist die erste Cutscene sehr selbsterklärend, was uns so erwartet, aber ich werde danach ein bisschen meinen Senf dazugeben. Nichtsdestotrotz starten wir das Spiel jetzt erstmal. Stimmt! Das ist eine Sache, die an diesem Master ganz cool ist. Die Tomb Raider 1 bis 3 Spiele haben Add-ons damals bekommen für PC. Und die sind tatsächlich hier mit inhalten. Und ich muss zu meiner Schande sagen, die habe ich tatsächlich nie gespielt, diese Add-ons. Ich kenne sie von, weiß ich nicht, schon seit ich Internet überhaupt nutze, irgendwelche Videos und Walkthroughs und sonst was sogar. Aber gespielt habe ich sie tatsächlich nicht, aber das ist eigentlich ganz gut im Hinterkopf zu behalten, dass es die tatsächlich gibt, weil die tatsächlich auch ganz coole Level haben. Und nicht vom Hauptteam gemacht wurden, sondern von einem Zweiteam, was halt die Engine dann verwendet hat, wiederum. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Aber, entschuldigt, wir starten nun mit dem Spiel. Neues Spiel starten von Tomb Raider 2, Starring Lara Croft. So, genau. Also, wir haben in der Cutscene gesehen, dass Mönche gegen chinesische Dynastie-Ritter gekämpft haben und ein Drache dort mitmischte, der die Mönche angriff größtenteils, aber doch auch teilweise ein bisschen unkontrolliert wirkte. Und ja, also, der Drache war, lasst mich nicht lügen, der Kaiser zu dieser Zeit. Und er hat, ja, quasi
mit dem Deutsch, den wir dort gesehen haben, sich in diesen Drachen verwandelt. Denn wenn man diesen Deutsch verwendet und sich, ihn in sein Herz hineinsticht, verwandelt man sich in einen Drachen. Und von dieser Geschichte hat Lara gehört, und sie ist nun auf der Suche nach dem Deutsch des Cyan. Und da stand unser Spiel. Also, wir sind hier in der Nähe der, großen Mauer. Der chinesischen Great Wall. Chinese Great Wall. Und, suchen nun nach Ruinen, Tempelanlagen, etwas Vergleichbaren, was uns einen Hinweis gibt, wo dieser Deutsch sein könnte. Ja, das ist im Grunde der Auftakt der Geschichte. Also Lara hat eine Geschichte gefunden und dachte, ey, die klingt ganz gut, gehen wir dem Ganzen doch einfach mal auf den Weg. Genau, und hier dürfen wir nochmal den Helikopter sehen, der uns hergebracht hat. Und ja, ich muss sagen, ich bin schon ein wenig beeindruckt, weil naja, so sah es halt damals aus, gell? Definitiv kann man schon so einen Höhleneingang erkennen, aber irgendwie hat es echt was. Ich meine, es ist nach wie vor nicht die High-End-Grafik, das habe ich auch schon im letzten Part gesagt, aber das ist auch nicht so der Sinn, sondern einfach, dass es ein bisschen aufpolierter ist und so ein bisschen seinen alten Look behält, aber trotzdem noch so einen leicht moderneren Touch. Also ich finde, der Begriff Master passt wirklich sehr, sehr gut. Und, Mr. Tiger, hallihallo. Ja, gehen wir mal kurz bei weiter. Der spawnt nämlich, wenn man sich dem Wasser nähert. Aber, lass mir den Tiger sein. Wie siehst du überhaupt aus? Ich bin neugierig. Also wir müssen uns nicht mit denen messen, wenn wir nicht wollen. Und, naja. Zügigermaßen, es hat schon einen Tiger-Touch, oder? Okay. Ja. Nee, also, den lassen wir einfach am Leben. Und wir gehen mal unsere Wege weiter. Wasser könnte wahrscheinlich einen kleinen Ticken lebendiger aussehen, I guess. Aber, naja, gut. Das ist mega auf hohem Niveau. Und ja, das passt ihm natürlich da unten gar nicht, dass wir hier unseren Weg gehen. Aber, naja. Gibt jetzt keinen Grund, dieses arme Tier da anzugreifen, oder? Ich meine, wir können hier weitergehen. Unsere Wege gehen. Und gut ist. Jedenfalls. Es ist das erste Level. Es ist auch kein zu schweres Level, würde ich behaupten. Aber es hat eine knifflige Stelle. Ich bin mal gespannt, ob die mir nach, doch eine Weile spielen noch liegt. Und genau, hier haben wir auch das erste Secret. Was mich jetzt mal kurz interessieren würde. Kann ich das irgendwie umstellen? Gehen Sie zum Handeln. Ja, Aktionshinweise anzeigen. Mach den mal kurz aus, bitte. Okay, dann sehen wir ihn gar nicht. Ich finde diesen Aktionshinweis mich echt in your face. Kann man den irgendwie kleiner machen? Wahrscheinlich nicht, gar. Okay. Ich finde es jedenfalls nicht verkehrt, den zu haben. Auch wenn man den im Originalspiel nicht zwingend hat. Aber, kann er den leichter machen. Ich bin gerade grübeln. Ist jetzt schon der zweite da? Irgendwann spawnt ja noch ein zweiter. Ja, okay. Wenn man hochgeht und einmal abstürzt, ja gut. Also man sieht quasi einen, geht hier hoch, dann hochstürzt vielleicht ab. Dann kann man das Ganze nochmal von vorne machen. Jedenfalls das Secret, was wir gerade bekommen haben, das wird auch in der Statistik angezeigt, ist ein silberner Drache. Passend zur Geschichte der Story. Und in fast jedem Level gibt es drei dieser Drachen zu finden. Und ich habe vor, sie alle zu kriegen. Es hat mich auch nicht nur einen schicken Collector-Wert, auch wenn es für meinen Bauch viel einfach schön ist, wenn wir die alle sammeln. Ne, die haben auch immer einen ganz, die schalten immer was ganz Interessantes frei, wenn man alle drei im Level findet. Also ich finde, man wird echt gut belohnt, diese Zikos zu suchen und das allein rentiert sich schon. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich habe ich schon Lust, das Ganze ein bisschen gemütlicher anzugehen. Einfach weil natürlich für mich auch alles ein bisschen, sich neu anfühlt, ein bisschen. Auch wenn es gleichzeitig gewohnt ist. Aber mal sehen, wie sehr ich nicht in meinem normalen Trott dann irgendwann lande. Genau. Schwimmen tut man übrigens in der modernen Steuerung, falls ich es noch nicht gesagt habe, mit dem... warte, wenn ich es richtig erkläre. Also mit dem linken Stick bewege ich mich nach vorne und zur Seite, also ich rotiere sogar. Und die Kamera ist tatsächlich dafür da, dann in dem Fall auch automatisch Lara zu lenken. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Mit der Tanksteuerung wäre es die Fake-Taste, um es zu speeden. Und dann müsste man da so ein bisschen mit Richtung-Tasten arbeiten. Aber so ist eigentlich auch ganz cool gelöst. Und einmal jetzt hier rüber. Da finden wir einen Schalter.
Hebel. Das ist kein Schalter, das ist ein Hebel. Ich habe das Gefühl, dass wir das Thema schon mal damals bei meinem ersten Let's Play von diesem Spiel hatten. Genau, und es wäre Musik. Ja. Und es wäre Tom Murray von der Kamera verbaut. Und genau. Hier diese kleinen Biester werde ich jetzt mal kurz angreifen, weil sie uns sonst gleich echt auf den Senkel gehen. Weiß ich nicht, voll die angriffslustigen Raben, Krähen, wie auch immer, die meinen, einen das Leben schwer machen zu müssen. Und ja. Schon Combat hatten wir gar nicht im Tutorial-Level, gell? Aber wir haben Auto-Aiming im Spiel. Und während in der Tanksteuerung, ich versuch's mal einigermaßen vorzumachen. Hier haben wir in der Tanksteuerung in der Lage sind, sehr entspannt, beziehungsweise allgemein ist man in dieser Steuerung sehr, es ist viel, viel leichter, diese Art von Sprünge zu machen. Die kann man nämlich in der modernen Steuerung nämlich nur mit gezogenen Waffen machen. Und selbst dann, man sieht es ein bisschen darauf, bei dem in der Steuerung Laras ja, Akrobatik auszunutzen. Während wir in der modernen Steuerung ein bisschen uns die Eigenschaft der KI zunutze machen wollen und versuchen, hinter ihnen stehen zu bleiben. Klappt zumindest bei den Gegnern dieser Art ziemlich gut, weil, naja, es ist halt viel, viel leichter im Kreis zu laufen mit der Steuerung, ja. Deswegen, aber dafür klappt halt genau das schlechter, weil die Kamera entscheidet sehr extrem, in welche Richtung er was springt. Wobei es geht, wenn man die Kamera einfach in Ruhe lässt. Ja, naja, gut, ich habe es gezeigt. Nichtsdestotrotz, hier kommen wir gerade nicht weiter. Da brauchen wir einen Schlüssel. Und den finden wir hier unten. Ja, ich will da drüben hin. Ja, ich will auch mal versuchen, nicht zu viel zu sprechen, aber ich weiß, dass sich das auch ändern wird. Ab einem gewissen Grad in dem Spiel, Punkt in dem Spiel. Aber ja, hier runter ist ein Wasserbecken. So, und da finden wir hier einen Schlüssel. Haben sie auch größer gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie tatsächlich kleiner gehalten werden. Mal sehen, ob wir auch kleine Schlüssel finden. Bei Tomb Raider 1 bin ich echt oft an Schlüsseln vorbeigelatscht in der alten Steuerung, einfach weil ich diese Schlüssel nicht gefunden habe. Und ja, hier dürfte jetzt auch wieder irgendwo ein Tiger sein. Hello there. Ja. Ich bleib dabei. Ich habe nicht vor, dich um den angreifen zu müssen. Du bist jetzt kein Hindernis in dem Sinne für uns. Hier unten gibt es, glaube ich, keine Pickups. Von daher passt das. Wir können natürlich noch mit der Kamera gucken, aber ich glaube tatsächlich, dürften keine Pickups sein. Ja. Das ist halt so das Vorteilhafte an der Fotomodus. Man kann sich echt nochmal so ein bisschen die Umgebung anschauen. Das stimmt, im alten Spiel hat man diesen komischen chinesischen Hintergrund, gell? Den hat man hier gar nicht. Haben sie es schwarz gehalten. Wie in Tomb Raider 3 vor allem. Naja, gut. So, ja. Hier gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele kleine Minispinnen. Ja. Ihr seid gerade einfach ein bisschen nervig zu bekämpfen mit der Steuerung, I think. Ihr macht sogar mehr Schaden, als es sein muss. Ey. Ich muss diese blöden Spinnen ja fast killen, gefühlt. Also sie haben oben auch eine Energieanzeige, ja. Haben jetzt doch schon ganz schön was abbekommen. Es sind noch mehr von den Viechern, ich sag's euch. Hundertprozentig. Ich höre sie rascheln. Okay, das war nichts. Man kann einfach so die Wand hochklettern, aber hätte ich jetzt gerade gerne aus Prinzip schaffen. Ach, egal. Gut, ab nach oben mit uns. Genau, da haben wir dieses eigentlich ganz cool gemacht, dass es in dieser Art Spinnnetz ist. Wahrscheinlich wird dieses Spinnnetz aber nicht kaputt gehen, sondern hängt halt einfach nur so da als Grafikzusatz. Ja. Aha. Aber trotzdem. Sieht ganz cool aus in der Ecke.
Genau, und man kann, jetzt muss ich nur kurz gucken, wie es geht, sich auch schnell die Leiter runterfallen lassen. Genau. So, dann haben wir hier den nächsten Schlüssel. Und gehen so mehr und mehr in diesen Zugang der chinesischen Mauer rein. Die dürften auch nochmal springen gleich von der Decke und sowas kommen. Das sag ich doch. So. Warum treffe ich euch so schlecht? Like serious. Naja, wir haben sie. Ich hätte nicht gedacht, dass Spinnen so eine Herausforderung sind. Jedenfalls sind wir hier. Oh, stimmt, habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir haben sie auf dem Rücken gehabt, aber ich habe sie noch nicht benutzt. Wir haben noch eine Schrotflinte dabei. Haben wir gerade einmal Munition bekommen. Und ich glaube, ein kleines Minipack. Ein großes haben wir bekommen. Okay. Ich versuche aber gerade mal noch drauf zu verzichten. Und ja, hier haben wir einen Felsblock. Gut, greift Lever halt nicht da oben an diesen Ziehteilen, gell, sondern da unten, aber das ist halt schon immer so gewesen, gell. Aber ganz cool, dass sie da sind. Es ist halt prinzipiell auch die gleiche Steuerung wie in Tomb Raider 1 mit ein paar Features, gell. Genau, und hier dürften jetzt gleich ein paar Messerscheiben kommen oder weiß ich nicht. Tomb Raider CDs, die so auf uns schießen. Ja, stimmt, wir haben auch, wenn man uns hört, ein bisschen mehr Soundkulisse in der Master-Steuerung. Genau, dann kommen wir einmal hier rüber. Und ja, jetzt geht es ein bisschen out of Takt. Also, man kann da auch durchgehen, gell, und dann kann man ein bisschen auch noch durchschwimmen, aber. Das ist halt so ein Alternativweg, den man gehen kann. Und dann geht man hier so vorsichtig lang. Schön hier in der Ecke hoch. So, und dann wäre das eigentlich tatsächlich mal eine Stelle, wo ich gerne einen Safe setzen würde. Weil ich noch nicht weiß, wie mir das jetzt gleich gelingen wird. So. Okay. Ja, wir können also überall speichern und überladen. Das ist schon ganz, ganz nice. Und. Ja, hinter uns sind Felsen, die uns das Leben schwer machen wollen. Und es ist ganz schön dunkel, hätte ich gar nicht gedacht. Okay, dann einmal bitte umdrehen. Das Medipack lässt du. Nee, ich glaube, es ist nicht mal Medipack, es ist Munition, aber die lassen wir uns einfach mal da liegen. Und ja, es geht weiter. Jetzt kommen Messerfallen, Schwerter, die uns die Beine abhaxen wollen. Hier ist ein Secret, das hätte ich dann schon ganz gerne. Und ja, noch mehr Fallen, die uns durchlöchern wollen. Das ist eigentlich alles im Grunde wirklich Instant Death Kram, der uns relativ flott fertig macht. Hier können wir uns fallen lassen. Und dann sind wir einmal da durchgekommen. Okay. Lief doch eigentlich ganz in Ordnung. So, ich glaube, das Medipack darf ich mir holen, oder? Ich glaube, ich darf es mir holen. Ich meine, unser Freund da unten, der hat es wahrscheinlich nicht geschafft, dieser altertümlichen Falle, die seit 1673 Jahren, nein, keine Ahnung, wie viele Jahren, keine Jahre im Rollen ist. Aber es ist auf jeden Fall schon eher Mittelalter gewesen, wenn man bedenkt, was die für Waffen verwendet haben. Okay, einmal hier durch. Gut, und hier dürften wir wahrscheinlich wieder erneut auf Spinnen treffen, ja. Ich sag euch, das sind meine schlimmsten Gegner in diesem Level. Die Tiger verhalten sich sehr wie die Löwen unter anderem in Tomb Raider 1 oder die Panda sind ein bisschen langsamer als Panda. Panda sind echt flinke Viecher in Tomb Raider 1. Aber hier die Viecher, naja, dazu gibt es nicht so wirklich ein Äquivalent. Naja, jedenfalls sind wir hier auch dieses Seil, was, nun ja, so viel kann ich verraten. Seilbahn. Nennen wir es einfach mal Seilbahn. Ich meine, es ist doch ein bisschen was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Dies wurde, ihr hättet es gedacht, nicht von irgendwelchen alten Mönchen, die den Dolch hier versteckt haben, reingepackt. Sondern, ja, sehr wahrscheinlich von modernerer Zeit angepackt worden, aber es ist ganz praktisch und. Jo, die Musik ist spooky. Und sehen wir, dass ein paar Leute runtergefallen sind. Aber
Halt auch was ganz Cooles. Aber man kann den Fotomodus halt auch nutzen, um ein bisschen was zu suchen, gell? Also, ja. Wenn man es nicht weiß, ist halt auch wieder ein Weg nach unten und auch ein Secret. Jetzt ist die Frage, darf ich mal kurz Kamera so machen? Da darf ich drauf stehen, oder? Okay, wir gucken mal. Ja, wir machen es mal lieber so. Ich weiß nicht, ob wir da drauf stehen oder ob wir da direkt runterrutschen, aber nee, es dürfte stehbar sein. Okay. Nichtsdestotrotz können wir uns das einfach hier hochzwängen. So. Und da finden wir jetzt ein paar Fackeln. Nehmen wir ganz gerne mit. Ich überlege gerade auch mal eine anzumachen. Wir dürften ein paar haben. Ja, gut, ist jetzt auch nicht mega viel mehr, aber machen wir bitte ein paar Magnesiumfackeln an. Genau, dann kommen wir einmal hier hoch. Und zur Seite gehen lassen. In Leras Kopf reinschauen. Das ist übrigens wieder dieser Punkt, den ich letztes Mal erwähnt habe, dass die Kamera an manchen Stellen echt ein bisschen rumspackt in diesem Modus. Und ja, lass uns hier geschmeidig nach unten. Genau. So, und ich werde an der Stelle nochmal einen kleinen Save machen. Und ja, wir machen es hier mal kurz durch. Und ja, was auch immer diesen Leuten widerfahren ist, das war wahrscheinlich nicht so gut. Genau, es war nämlich ein T-Rex, der hier unten random rumsteht. Lassen wir den T-Rex T-Rex sein. Fürs Erste holen uns das Gold-Secret. Haben damit schon die Gegner über uns gespawnt. Und wir haben, wie ihr seht, einige Goodies bekommen. Ich glaube, wir haben ein kleines Medipack bekommen dadurch auf jeden Fall. Und wir haben den Granatlauncher bekommen, den Granatwerfer. Und dazu auch ein bisschen Munition. Coole Sache. Also ja, Secrets holen lohnt sich. Und ja, jetzt ist auch ein zweiter von denen gespawnt. Aber, naja, wenn man im ersten ganz gut vorbeikommt, kann man hier in der Höhle stehen bleiben, weil hier kommen die Guten eigentlich nicht rein. Weil sie zu wenig Platz haben. Ist eigentlich auch ein ganz nettes Feature in der modernen Version. Wir sehen eine Energieanzeige von denen, gell? Ja. Ach komm, Kollege. Ich möchte es Fergie nicht machen. Hier eine Chance geben. Also seht, das ist das, was ich meine mit der modernen Steuerung. Man kann Gegner sehr gut bezwingen, wenn man die Eigenschaft ausnutzt, dass sie so angreifbar sind. Und ja, die Anzeige wird jetzt ein bisschen nerven, aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich mag jetzt mal Kart drauf verzichten, sie zu verwenden. Wir können übrigens auch Munition einfach verwenden, um mal kurz Licht zu machen. Aber damn, es ist echt dunkel hier. Ja. Halte ich mich fest? Ja, ich halte mich fest, gell? Ja, gut, lass uns einfach mal nach oben gehen im Dunkeln. Sparen wir eine Fackel. Vielleicht karte ich das auch gerade raus. Und man dürfte ja wieder Licht kommen, oder? Wir machen mal kurz so. Da sieht man noch weniger in der alten Grafik. Okay. Ja, aber es wird heller, gell? Aus die Frage, machen wir einen dritten Speicherstand gleich oder probieren wir mal so durchzukommen? Ich glaube, ich probiere mal so durch. Ich möchte echt nicht zu viel speichern. Okay. So, ist jetzt die Frage, kommen jetzt wieder irgendwelche schrecklichen Spinnen an? Na egal. Und ja, wie spawnt ständig diese Titit?
Bis gleich, Leute. Okay, Leute, ja, was ist passiert? Ich habe die Festhalt-Taste nicht gedrückt gehalten, weil ich davon ausging, tatsächlich, dass sie es automatisch macht. Schlichtweg, weil ich beim Leiterklettern festgestellt habe, okay, ich muss die Taste gar nicht mehr festhalten, so wie es früher der Fall war. Also man muss die Festhalt-Taste früher festhalten, damit Lara nicht von diesen Leitern spontan loslässt. Und ja, bin ich jetzt tatsächlich ausgegangen, dass sie das bei dieser Seilbahn auch macht. Aber Pustekuchen. Gut, dann halten wir uns fest. Wir hatten eben schon, als wir die zwei netten Dinosaurier bekämpft haben, ja, den da gehört, gell? Ja, ich musste die natürlich jetzt nochmal bekämpfen. Und wo kommst du her? Ist ja gerade aus dem Graus gespawnt. Oder habe ich dich echt im toten Winkel nicht gesehen? Oder seid ihr zusammengelaufen? Das kann nämlich auch sein. Theoretisch sind das wirklich zwei, aber ich dachte, einer kommt erst, wenn man da diesen Gang lang geht. Gut, was ich noch zeigen kann, übrigens das alte Modell von den T-Rexen, ja. Ich glaube, das ist sogar das Tomb Raider 1 Modell, wobei nicht, ich glaube, im Tomb Raider 1 siehst du ein kleines bisschen anders aus. Aber das könnte tatsächlich das Remastered-Design sein aus TA1. Müsste ich jetzt vergleichen. Aber ja, so sieht der gute damals aus. Die Skelette übrigens so. Okay, machen wir uns hier rein. Ich bin jetzt auch vorsichtig. Naja, okay. Sind keine Random 3 jetzt auf einmal hier. Ja, jedenfalls sind wir hier eine Art Lager. Mit Kisten, mit einem merkwürdigen Symbol. Das Symbol haben wir schon Cutscene gesehen, beziehungsweise sieht man ja auch schön auf dieser Tür, gell? Ja, was es mit diesem Symbol auf sich hat, werden wir gleich erfahren, aber tatsächlich kann man hier nicht viel ersehen, außer das Ganze erkunden. Wir können übrigens spontan in Flammen aufgehen, wenn wir diesem Feuer zu nahe kommen. Classic Lever. Ja, geht einfach in Flammen auf. Als hätte sie überall Öl auf der Haut, wenn sie in der Nähe von Feuer kommt. Und ja. Stimmt, das kann ich jetzt auch mal gucken. Da kommt man nicht hoch, leider. Aber wir können mal schauen, was hier ist. Tatsächlich nichts. Okay. Schade. Ich dachte, nein, sie merkt man was Interessantes. Aber gut, machen wir uns auf zur Tür und tatsächlich haben wir damit das erste Level geschafft. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Mit einer Maschinenpistole am Schlüsselbund. Jetzt nicht mehr. Also nach Ihnen. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch. Dieses Irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Türen warten auf den einen und auf die richtige Zeit. Und dann belohnt die Klinge des Dolches die Herzen jener, die glauben. Wenn Sie also nicht auch Treue schwören. Und wem gegenüber wäre die? Auf die Sünden und Reichtümer von Marco Bartoli. Vielleicht warte ich damit noch. Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venedig. Ja, und damit haben wir sogar eine Errungenschaft bekommen, weil wir sehr gut das Kapitel abgeschlossen haben. Tatsächlich ist es nur ein Kapitel in dem Fall. Also, Chinesische Mauer haben wir jetzt besucht und haben uns durch die altertümlichen Fallen durchgewogen. Und ja, haben von einer Organisation gehört, die Marco Bartoli gehört. Genau. Und das sind die, ich möchte es richtig aussprechen, deswegen habe ich es mir hier nochmal aufgeschrieben, separat. Fiammanera. Genau, die Fiammanera. Ja, das ist eine Art Mafia-Organisation, aber es ist ein bisschen komplexer und ja. Die Tür hätten wir nicht aufkriegen können, weil uns da ein Schlüssel fehlt. Und Lara
Er hatte kein Dynamit dabei, also haben wir uns dafür entschieden, was sowieso nicht sehr schlau ist, mit Dynamit an solchen Objekten zu arbeiten, weil man damit eh mehr kaputt macht als alles andere. Nachher stürzt alles ein, gell? Muss man vorsichtig mit sein, besser gesagt. Man kann sprengen, muss man aber anders angehen. Ja. Fundstücke haben wir tatsächlich eins übersehen. Ist jetzt aber nicht schlimm. Fundstücke finde ich nicht immer so schlimm. Hauptsache, ich habe diese drei Geheimnisse. Das ist mir immer ganz wichtig. Und ja, Munition habe ich ein bisschen mehr verbraucht, weil wir diese Spinnen schlichtweg nicht getroffen haben und weil ich mir damit ein bisschen nicht gemacht habe. Ja. Mehr erfahren wir auf jeden Fall im nächsten Level. Beziehungsweise erfahren nicht so viel. Es ist ein sehr, sehr actionlastisches Spiel. Also Geschichte gibt es nicht so viel. Ab und zu solche kleinen Cutscenes, gell? Und Story gab es immer so nebenbei in Heften früher oder wenn man mal so aus Interviews was mitbekommen hat. Deswegen, ich versuche euch ein bisschen auf dem Laufen zu halten nebenbei. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall. Gehen wir doch ins nächste Level, weil da starten wir auf jeden Fall so direkt. Und was ein schöner Ladescreen. Genau, und hier machen wir kurz. Moment. Pause. Das Level werde ich eh nochmal neu starten. Nächstes Mal. Ja, und ja, danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Video, Leute, gell? Bye, bye.